Ist es wieder soweit? Angst, Panikattacke? Wir kümmern uns drum. Und zwar jetzt. Komm mit mir mit an den Übungsplatz und wir werden zusammen einmal eine Übungsabfolge, eine kleine machen und einen kleinen mit ein paar Hinweisen, wie du deine Angst- und Panikattacke Herr bzw. Herrin werden kannst. So, wir legen los, wenn du bereit bist. Das heißt, es sind mehrere Schritte, die wir machen. Du kannst das Video gleich schon auf Pause stellen, denn ein ganz wichtiger Punkt, der echt unterstützend ist, man sagt bei Angst- und Panikattacken, dass einem häufig so das Herz in die Hose rutscht oder auch, dass man kalte Füße bekommt als Ausdruck von Angst. Und um dagegen anzuwirken, das ist, ich will nicht sagen besser als jede Übung, aber unterstützt diese Qigong-Übung, ein warmes Fußbad. Das kann die Duschwanne sein, das kann einfach nur eine Plastikwanne sein oder auch ein Fußbad, falls du sogar eins hast. Oder wenn du häufig darunter leidest, dann besorg dir eins, so eine kleine Wanne, wo du die Füße reinstellen kannst und füll diese Wanne auf mit warmem bis heißem Wasser. Also ich würde mal sagen, mindestens 37 bis 39 Grad, darf aber auch über 40 Grad sein, dass es für dich angenehm heiß ist. Ja, das kann sehr unterschiedlich für jeden sein, deswegen sage ich auch keine Gradzahl, sondern dass es für dich angenehm heiß oder warm ist. Und füll in dieses Bad Salz mit hinein. Ich würde sagen, ein paar gehäufte Esslöffel sollten reichen. Wenn du es natürlich in der Duschwanne machst, dann dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr. Ein paar gehäufte Esslöffel normales Salz. Das muss jetzt auch kein Himalaya oder super Meersalz sein, einfach Salz. Weil man sagt, im Qigong, Salz nimmt Energie oder auch negative Energie aus dem Körper heraus. Und das kann manchmal sehr behilflich sein, dieser Effekt. Manche spüren das mehr, manche weniger. Es ist nicht wesentlich, Salz dazuzugeben, aber wenn du das ganze Potenzial ausschöpfen willst, empfehle ich es dir. Das ist der erste Schritt. Und dass du sitzen kannst dabei, zum Beispiel auf dem Badewannenrand sitzen oder auf einem Hocker oder so, dass du also aufrecht sitzt. Und dann als zweiten Schritt reibst du deine Hände oder wenn sie zu kalt sind, legst du sie die ersten ein, zwei Minuten auch in das Wasser hinein oder in ein Waschbecken, in warmes Wasser, dass deine Hände auch wirklich warm werden oder sogar rosig rot. Und dann, wenn deine Hände warm sind, wenn deine Hände eh schon ungefähr okay sind, reicht es manchmal auch einfach, die Hände zu reiben. Auch die Handrücken, nicht nur die Handinnenflächen. So müssen die Hände waschen, aber dass wirklich Wärme und Hitze entsteht. Und dann reibst du deine Nieren hoch und runter. Und lässt dann für einige Augenblicke deine Hände auf den Nieren ruhen und die Wärme deiner Hände in die Nieren hineingehen. Allein das und dieses warme Fußgefühl, das sorgt schon für so viel mehr innere Sicherheit und Entspannung und dass du wieder bei dir ankommst. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Schritt. Aber noch nicht genug. Wir gehen noch einen Schritt tiefer und werden danach die linke Hand als Faust auf dem Mingmen lassen, in der Mitte. Das Mingmen ist am unteren, also beim unteren Rücken. Du musst auch nicht das genaue auf den Punkt legen, einfach so auf den unteren Rücken, wo sich's richtig anfühlt. Die Faust locker, aber das wichtig ist, dass die Finger leicht in die Handinnenfläche hineindrücken, hinten am unteren Rücken. Damit stärkst du sozusagen deinen Rücken, auch auf psychologischer Ebene. Und mit der anderen, mit der rechten Hand, gehst du nach vorne auf deine Brust. Ich zeige das jetzt mal nicht, weil hier das Mikro ist, aber du legst sie wirklich auf deine Brust drauf und beginnst langsam um deine Brust herum zu kreisen. Egal in welche Richtung, wie es ganz intuitiv in dem Moment richtig erscheint. Wichtig ist, dass du langsam wie in Zeitlupe kreist. Und zwar um dein Herz herum. Das heißt, du schaffst sozusagen eine neue Atmosphäre für dein Herz. Die Atmosphäre, der Bereich um dein Herz herum wird harmonisiert. Und normalerweise nach ein, zwei, drei Minuten, das musst du nicht eine halbe Stunde machen,
merkst du dann schon, wow, ich kann wieder durchatmen, bin wieder viel klarer, viel geerdeter, bin wieder bei mir angekommen. Und selbst wenn nicht die Panikattacke oder Angstattacke komplett weg ist, so sollte die Bombe dann doch spätestens entschärft sein und vor allem das Wissen, dass du diese Methode hast und dass sie funktioniert, wird bei vielen, bei den meisten würde ich sogar sagen, in Zukunft bedeuten, dass du gar nicht mehr so tief in die Panik hineinkommst, weil du schon weißt, dass du dir selber helfen kannst. Das ist mein Tipp und im Moment aus meiner Sicht die hilfreichste Sofortmethode bei Angst- und Panikattacken. Langfristig empfehle ich dir dringend das Erlernen und Praktizieren der 5 Übungen des Wudang Qigong, um dein Energiesystem komplett ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt also, die Ursache auch zu beheben. Und um das zu lernen, kannst du unten in der Beschreibung den Link anklicken zum 15-Tage-Gratiskurs. Kostenlos. Ich verkaufe hier nichts in diesem Video. Du bekommst einfach die Übung und den 15-Tage-kostenlosen Gratiskurs. 15 Tage bedeutet nicht, dass der danach nicht mehr gültig ist. Du kannst die Übung so oft und so lange praktizieren und immer wieder lernen, wie du möchtest, sodass es dir gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Also kümmere dich gut um dich selbst, probiere die Übung aus und ich wünsche dir gute Besserung und viel Erfolg. Bis dann.